Neben den ganzen Maskierungsmethoden gibt es noch eine letzte, die ich in diesem Tutorial gerne vorstellen möchte. Und zwar bezeichnet Tony diese Art der Maskierung als Masking the Mask. Das ist eine der fortgeschrittenen Techniken, die Tony vorstellt, weit unten in seinen geschriebenen Tutorials. Also quasi wir maskieren eine Maske. Wir haben in den anderen Tutorials bereits Maskierungsarten kennengelernt und gesehen, dass eine Erhöhung des Kontrasts durch eine Einstellungsebene der Farbe der Maske folgen muss. Das heißt, in einer Lights-Maskenserie die hellen Tonwerte erhöhen und in einer Darks-Maskenserie die dunklen Tonwerte erhöhen. Wenn wir genau in die Gegenrichtung gehen, also zum Beispiel durch eine Lights-Maske verdunkeln oder durch eine Darks-Maske die Helligkeit erhöhen wollen, verringert sich der Kontrast. Und oftmals ist dies ja genau das Ziel, und zwar, dass wir die dunklen Tonwerte heller gestalten wollen, ohne dabei aber den Kontrast im Bild zu verlieren, und die hellen Tonwerte dunkler gestalten wollen, wiederum ohne den Kontrast im Bild zu verlieren. Leider gibt uns diese Bearbeitungsweise nicht immer die Möglichkeit, wirklich Kontraste beizubehalten oder zu erhöhen. Daher kommt jetzt das Beispiel der sogenannten Controlling Mask ins Spiel. Hier nochmal zur Erinnerung der Zusammenhang zwischen Helligkeit und Kontrast. Indem man weiß durch eine Light-Selektion malt, weiß durch eine Dark-Selektion malt, schwarz durch eine Dark-Selektion oder schwarz durch eine Light-Selektion. Die Tabelle befindet sich auch in einem der PDF-Dokumente, die ihr im Download-Verzeichnis findet. Das Ganze nochmal ganz kurz an einem Beispiel hier auch dargestellt, um das nochmal wiederbeleben zu lassen. Und zwar erstelle ich hier meine Burn und meine Dodge-Layer und versuche nun die dunklen Bereiche aufzuheben, indem ich jetzt hier eine Dark-Selektion auswähle, in diesem Fall nehmen wir die Darks 3 und jetzt quasi mit weißer Farbe, ja, mit dem Dodge-Layer über diese Selektion male, um das Ganze hervorzuheben. Wie wir hier sehen, wenn ich das mache, dann mache ich das Ganze im dunklen Bereich zwar heller, aber ich verliere auch sehr viel an Kontrasten im Bild, wenn ich die Bereiche unter der Brücke hier heller gestalten will oder die ganze Brücke. Ja, wir sehen, es wird zwar alles heller dargestellt, aber ich verliere auch Kontraste, und das ist eigentlich das, was ich im Bild nicht möchte. Kontraste verlieren in der Regel. Das gleiche passiert auch mit der schwarzen Farbe, indem ich jetzt hier eine Lights, in diesem Fall nehme ich mal die Lights 2 Selektion, und ich sage, ich möchte den Himmel gerne noch verdunkeln, deswegen wähle ich die hellen Tonwerte aus und male jetzt mit schwarzer Farbe über die Light-Selektion. Das kann ich jetzt hier tun. Wie wir sehen, wird das Ganze auch abgedunkelt. Aber die Tonwerte nähern sich immer mehr den anliegenden Tonwerten an, weswegen ich hier immer mehr Kontrast verliere. Das gleiche auch hier. Es geht sogar schon in alle Tonwerte hinein, da die Lights 2 eine sehr breite Selektion war. Ich kann hier die Highlights nach unten drücken mit der Burn-Ebene und der schwarzen Farbe. Aber ich erreiche eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Deswegen, Burn und Dodge funktioniert sehr, sehr gut, wenn man die hellen Tonwerte erhöhen möchte oder die dunklen noch verdunkeln. Wenn man aber die dunklen erhellen möchte und die hellen Tonwerte verdunkeln möchte, so kommen wir hier oftmals unsere Grenzen. Ich lösche die beiden Ebenen wieder. Und wir gucken uns das Beispiel von Masking the Mask an. Die erste Maske, die wir erstellen, ist eine sogenannte kontrollierende Maske und befindet sich oberhalb der Ebenengruppe. Die zweite Maske ist eine Ebeneneinstellungsmaske und hat eine Gradationskurve innerhalb der Gruppe später. Das heißt, die kontrollierende Maske kontrolliert, welche Pixel genau angepasst werden, während die Einstellungsmaske die Einstellung an sich vornimmt. Mit dieser Vorgehensweise filtert die kontrollierende Maske in der Ebenengruppe die Einstellungsmaske, die darunter liegt. Daher der Begriff Masking the Mask oder auch Masken maskieren, wie wir es im Deutschen nennen würden. Auf diese Weise können wir mit der richtigen Einstellungsmaske den Kontrast durch die Anpassung beibehalten. Ich beginne auch hier damit, indem ich mir alle Lights-Masken der Lights 1 bis 5 ins Kanäle Bedienfeld lade und das gleiche auch mit den Darks-Masken mache. Ich könnte mir auch direkt die einzelnen Selektionen laden aus dem Spektrum-Reiter hier. Das Ganze wird aber wahrscheinlich etwas länger dauern und ich denke, so ist es auch etwas einfacher nachzuvollziehen, was ich denn genau mache. Mein Ziel ist es hier, dass ich die hellen Bereiche im Bild etwas dunkler gestalte, ohne dabei
den Kontrast zu verlieren und suche mir zuerst die entsprechende Maske aus, mit der ich hier vorgehe. In diesem Fall nehme ich mal die Lights 2. Wir sollten die Maske auch nicht zu restriktiv wählen in diesem Fall, sondern lieber etwas offener lassen, da wir das Ganze später noch durch die kontrollierende Maske entsprechend einschränken. Ich stelle nun daraus eine neue Gradationskurve, durch die ich die entsprechende Einstellung später vornehmen kann. Ich stelle mir jetzt zusätzlich noch eine neue Gruppe, nenne das Ganze die kontrollierende Maske. Nachdem ich die Gruppe erstellt habe, ist es wichtig, dass ich die Einstellungsebene in die Gruppe verschiebe, da sonst die Maske in der Gruppe später keinen Einfluss hat auf meine Kurven 1 Einstellungsebene. Ich kann jetzt hier noch die entsprechenden Einstellungen vornehmen, indem ich die hellen Tonwerte etwas dunkler gestalte, ohne dass es durch die kontrollierende Maske, die wir noch nicht haben, erstellt ist. Ich mache das Ganze mal wieder rückgängig, schließe das Ganze und wir kommen zur kontrollierenden Maske. So, wir haben die Lights 2 ausgewählt. Als kontrollierende Maske nehmen wir nun das genaue Gegenstück dazu, und zwar die Darks 2. Wählen das Ganze aus und müssen sehen, ob das funktioniert. Eventuell müssen wir auch zur Darks 1 und Light 1 wieder zurückkehren später. Ich stelle das Ganze hier hinter als neue Maske. Und diese Maske kontrolliert nun, was ich hier vornehme. Das heißt, nehme ich die Einstellungen hier vor. So hat das zwar Auswirkungen auf die hellen Tonwerte, wie wir sehen, aber nicht auf die allerhellsten. Das heißt, ich kann das hier runterziehen. Relativ extrem starke Anpassung. Und schalte ich nun die Maske an und aus, sehe ich, dass ich die hellen Tonwerte etwas dunkler gestalten konnte, aber nicht extrem viel dunkler. Das heißt, hier müssen wir wirklich sehr offene Masken verwenden. Ich kann die Maske hier nochmal entfernen. Im Rechtsklick auf Ebene Maske löschen. Und das gleiche auch mit der kontrollierenden Maske, auch die Ebene Maske löschen. Und ich erstelle jetzt hier hinter die Darks 1 und erstelle hinter der Kurven meine Lights 1 Maske. Und wir sehen, dass die Anpassung, die ich jetzt hier vornehme, schon sehr viel größere Auswirkungen hat, als dass ich es vorher noch hatte. Jetzt kann ich hier etwas verdunkeln. Ich behalte mir aber weitestgehend dadurch den Kontrast bei. Das heißt, hier sehen wir den Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Tonwerten im Bild. Wird nicht so stark berührt von der Anpassung, wie wir es vorher ohne die kontrollierende Maske haben. Wir können auch, wenn wir bestimmte Tonwertbereiche beibehalten wollen, hergehen und die obere Maske noch weiter anpassen, indem wir zum Beispiel mit Schwarz über diese Bereiche malen. Wenn ich sage, der Himmel, der soll heller bleiben als das, was ich da unten habe, hier will ich den Kontrast beibehalten, dann gehe ich einfach her und male über die Bereiche drüber, die nicht angepasst werden sollen von der Anpassung. Das heißt, hier habe ich völlig flexiblen Spielraum und kann nur die Anpassung machen, die ich später auch im Bild sehen möchte. Beim Klick auf Alt und die Maske sehen wir die Maske wieder und das Ganze hier dunkler gestalten. Die Anpassung kann ich selbstverständlich auch wieder durch eine weitere Selektion filtern, würde ich es noch spezifischer machen, oder ich deselektiere alles, indem ich sage, der obere Bereich, den will ich gar nicht anpassen und ich male alles schwarz und den unteren Bereich, nur den will ich anpassen. Wir machen das hier, indem wir alles deselektieren, das unsere Deckkraft erhöhen, den Pinsel entsprechend vergrößern und hier einfach vollständig drüber malen. Und wir sehen, der Bereich wird nicht von der Anpassung betroffen. Im Klick auf Alt und die Maske sehen wir genau. Diese Bereiche habe ich jetzt ausgegrenzt von der kompletten Anpassung. Alle anderen Bereiche, das ist jetzt ein bisschen unsauber gemacht hier. Aber im Prinzip ist es so, dass wir hiermit ganz genau kontrollieren können, welche Bereiche angepasst werden und welche nicht. Und hier im unteren Bereich haben wir jetzt sehr schön den Kontrast erhöht, ohne wirklich die dunkelsten dunkler zu machen und die hellsten viel heller, sondern wir haben einfach eine bessere Separierung der Tonwerte dadurch erreicht. Wenn ihr in den vorherigen Tutorials alles schön nachverfolgt habt, dann werdet ihr vielleicht gemerkt haben, dass das Zusammenspiel aus kontrollierender Maske und Einstellungsebene Maske, wie wir sie hier verwenden, eigentlich nichts anderes ist als unsere magischen Mitteltöne oder auch unsere Mitteltöne 1 von den Magic Midtones. Ist also wirklich nur ein alternativer Weg,
um das gleiche Ergebnis zu bekommen, das wir auch mit den Mitteltönen bekommen werden. Das wir auch mit den Mitteltönen bekommen würden. Der Vorteil bei dieser Methode liegt einfach nur darin, dass wir die Masken, wie wir hier gesehen haben, später individuell anpassen können. Bei den Mitteltönen haben wir eine Einstellungsebene und eine Maske. Und diese eine Maske kann ich auch nur einmal anpassen. Dadurch, dass ich hier beide Masken separat betrachte, kann ich beide Masken individuell anpassen und erhalte somit noch mehr Kontrolle über die Bearbeitung meines Bildes. Stell das Ganze nochmal an einem weiteren Bild dar. Hier ist eine Aufnahme der Lavendelfelder. Ich erstelle wieder meine Lights und auch meine Darks-Maskenserie im Kanäle-Bedienfeld. Und ich möchte jetzt hier den Himmel gerne so lassen, möchte aber diesen Bereich hier etwas dunkler gestalten und auch die hellen Tonwerte etwas dunkler gestalten auf den Lavendelfeldern, ohne dabei den Kontrast im Bild zu verlieren. Das heißt, ich gehe wieder her, lade mir meine Light-Selektion, in diesem Fall wieder die Lights 1. Wir sehen, hier sind nur sehr, sehr wenig Tonwerte wirklich von der Einstellung betroffen. Erstelle eine Tonwertkorrektur, eine Kurveneinstellungsebene. Stelle nun eine Gruppe, nenne das Ganze wieder in kontrollierende Maske um. Verschiebe meine Einstellungsebene in die Gruppe, damit die Gruppe auch wirklich meine Einstellung hier trifft. Und erstelle mir jetzt hier oben die entsprechende Darks 1 Maske, die sehr breit gefasst ist. Wir sehen, wir haben jetzt sehr, sehr viel dunkle Tonwerte schon drin. Und erstelle diese als Maske hier hinter. Wenn wir jetzt die Einstellung hier vornehmen und ich sage, ich möchte die hellen Tonwerte hier dunkler gestalten, ziehe ich das Ganze hier nach unten und verliere dabei keinen Kontrast, mache aber die hellen Tonwerte dunkler. Jetzt möchte ich das Ganze aber nicht auf den Himmel zu treffen, da wir sehen, dass das Ganze da oben sehr rot und sehr, sehr unnatürlich wirkt. Dann gehe ich hierher in die kontrollierende Maske. Wähle mir hier wieder meine Lights aus. Als Selektion klicke auf die Maske, nehme Schwarz als Vordergrundfarbe und male nun über die Bereiche, die ich anpassen möchte. Und zwar hier genau diese hellen Tonwerte hier oben möchte ich von der Anpassung unberührt lassen. Das hier male ich jetzt so oft drüber, dafür brauche ich wahrscheinlich mehrere Pässe, bis das erreicht ist. Das Ganze können wir uns auch nochmal durch die Maske anschauen, indem wir hier direkt durch die Maske malen und so lange malen, bis die Bereiche hier, die jetzt noch grau sind, auch alle schwarz werden. Den Baum werden wir nicht ganz treffen, aber das ist okay. Den könnte ich separat nochmal ausmalen, indem ich das Ganze wieder deselektiere. Das Ganze dient jetzt hier nur der Anschauung. Und so habe ich den Himmel schön von dem ausgeblendet, was ich eigentlich erreichen möchte. Das System funktioniert auch sehr gut, wenn ich zwei Bilder miteinander überblenden möchte, indem ich eine kontrollierende Maske habe und eine Maske, die den Hintergrund und die Einstellungsebene an sich schon kontrolliert. Gucken wir uns das Ganze nochmal an hier. Das Ganze jetzt noch weiter nach unten ziehen und wir sehen, der Himmel oder auch heller gestalten bleibt von der Einstellung, die ich gemacht habe, unverändert. Zusammenfassend können wir sagen, dass Dominanzmasken besonders gut funktionieren, um bestimmte Bereiche eines Bildes anzupassen. Durch einige Anpassungen kann jedoch der Kontrast verloren gehen, wie wir gesehen haben. Und in diesen Fällen helfen uns Methoden wie hier das Maskenmaskieren, das uns die ultimative Kontrolle gibt über Helligkeit und Kontrast und das Zusammenspiel der beiden. Oder auch die magischen Mitteltöne. Das wäre die einfachere Variante, wenn es schnell gehen muss und nicht so viel Kontrolle über das Bild benötigt würde wie hier. Damit schließen wir im Prinzip auch hier unsere Maskierungsmethoden ab. Alle Maskierungsmethoden, die wir bis hierhin kennengelernt haben, sind unheimlich wichtige Tools bei der Bearbeitung meiner Bilder und in meinem Workflow, allen voran die Maske maskieren wie hier, die Multizonenmasken oder auch die Mitteltöne sind die von mir persönlich am häufigsten verwendeten Methoden zur Bearbeitung.